someone's really picky today, huh? It's not a ball to play. It's to eat, ducky. You have to eat it. No? You don't want to eat it? So, ihr wisst, wo es heute hingeht. Donnerstags heißt bei mir meist lange Radrunde. Auf zum Mount Lemmon. So, Klettern beginnt. Ach, lustiger Tag. Ich freue mich drauf. Kleines Kommentar noch zu den Platten. Wenn man hier solche großen, langen Dornen drin hat, da hilft alles nichts, wenn der Mantel komplett durchbohrt wird. Aber nein, ich sag mal nichts weiter dazu. Hier eine meiner liebsten Stellen am Lemmon. Das ist so kurz vor 2000 Meter. Und ja, ich weiß auch nicht. Sieht man einfach von hier aus, sieht man noch Tucson da unten so ein bisschen. Und die Catalinas, da oben ist der Lemmon. Gefällt mir einfach die Ecke. Bisschen verschätzt, was die Länge des Trainings heute angeht. Wollte eigentlich nur 4 Stunden fahren. Jetzt bin ich schon fast 5 Stunden unterwegs und mir ist das Trinken ausgegangen. Und ich hatte nicht genug Riegel dafür mit. Hatte nur einen mit. Jetzt brauchte ich nur einen zweiten, hat aber keinen Bock, was zu essen. Deshalb habe ich gesündigt. Ungesund, eine Sprite geholt. Ein bisschen abkühlen, kurz im Schatten warten, kurz mit Ellie schreiben. Und dann geht's die letzten 40 Minuten oder so nach Hause. Ich habe gerade entdeckt, wie es menschliches Barbecue in Tucson gibt. Die Dinger hier, was soll das denn? Das ist ja der Obertod. Wenn ich auf das Ding drauflege, sind hier jetzt 40 Grad im Schatten schon wieder. Wenn ich auf das Ding drauflege, putzt es ja weg, kannst du die Eier verbrennen. Das ist ja richtig brutal, dafür richtig und Masochisten. Und ja, genau das Richtige für Triathleten. Okay, wieder zu Hause und jetzt bin ich doch ein bisschen platt. Waren über 200 TSS, so viel waren gar nicht geplant. Aber c'est la vie. Wir fliegen am Wochenende nach Denver, weil Ellies Eltern von der Insel, von Hawaii, Big Island, mal aufs Festland kommen und dann besuchen wir sie quasi mal. Und da fliegen wir hoch nach Denver. Das heißt, ich habe kein Rad und werde wahrscheinlich nur eine Schwimmeinheit da machen können. Und schiebt meine ganze Laufsache mehr aufs Wochenende. Und deshalb muss ich morgen auch nochmal aufs Rad. Und muss heute auch noch unbedingt eine lange Schwimmeinheit machen und morgen nochmal Gym und Swim. Ist nicht ganz optimal, aber manchmal muss man halt so alles hin und her schieben. Trainingsplan ist ja immer noch ein individuelles Individuum. Und genau, jetzt gibt es erstmal noch Mittagessen. Ihr habt ja alle gefragt. Oder einige von euch haben gefragt, ja, was isst du denn so? Wir wissen, du machst morgens deine Bowl. Und ja, mittags esse ich zurzeit gern hier diese Corn Tortillas. Dann mal so ein bisschen Chickenfleisch zum Beispiel rein, ein bisschen Ei und ja, das war's meist schon. Vielleicht noch ein bisschen Salsa. Das ist ein kleiner Snack, ist ein bisschen Protein nach der ersten Trainingseinheit. Und dann. Ja, nach dem Schwimmen Proteinsnack oder ein Shake. Die Shakes gibt es auch. Die Shake ist eine gute Idee, da mache ich gleich auch noch einen dazu. Und nach dem Schwimmen dann halt eher den zweiten Teil vom Shake, Proteinsnack. Und dann abends nochmal richtig wahrscheinlich ein bisschen mehr Kohlenhydrate wieder aufladen als jetzt am Mittag. Okay, okay. Auf spezieller Nachfrage von Alex, gerade das Kommentar gelesen, er wollte nochmal wissen, was das hier für Wandhalterungen sind.
Wir sind von Feedback Sports. Haben drei Schrauben, die gehen in die Wand, sind ein Klappding. Und dann kann man hier das Rad schön einfach anhängen. Ich darf jetzt nochmal zum Supermarkt fahren, weil Bisbee und Ducky heute komplett Duckys Hundefutter leer gefressen haben, haben sich selber ausgesperrt, haben das Hundefutter geklaut und Bisbee hat Ducky alles weggefressen. Jetzt hat Ducky nichts mehr zu futtern und er hat eine mega Wampe dran. Deshalb gab es für ihn heute mal keiner am Brot. Okay, auf geht's. Ich hatte das gedacht, ich habe doch noch eine Straße gefunden, um nach Hause zu kommen. Ja, das Video hier sollte meinen langen Tag zeigen. Doch das Schwimmset war hinten raus ein bisschen eklig nach der doch etwas zu lang geratenen Radfahrt. Dann habe ich noch meine alltägliche Gym-Einheit gemacht. Da nicht zu viel Kraft, sondern mehr auf Flexi und dem ganzen Zeug. Das heißt, man soll sich gesund ernähren. Aber an solchen langen Tagen, wenn es dann hinten raus mal ein bisschen eklig wird, darf man sich auch mal ein bisschen belohnen. Da darf man auch mal sündigen. Das war meine Nachricht. Schönen Tag noch.